Ja, aber das wird noch. Das wird wahrscheinlich doch ein bisschen dauern, bis wir dort sind. Hättest du den Kollegen mal sagen müssen. Rechnet vor morgen früh nicht damit. Warte mal. Da unten sind Deckungsmöglichkeiten, Pfeile. Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, was jetzt kommt. Ach du Scheiße! Ach, jetzt musst du nachladen. Jetzt musst du nachladen, du Göre. Wirklich. Wirklich, jetzt musst du nachladen, ey. Wo ist die Munitionsanzeige, wenn man sie braucht? Ah, ist doch zum Kotzen. Ist doch zum Kotzen. Ausgerechnet, jetzt musst du nachladen. Komm hier, pack die Pfeile ein. Das macht mich ärgerlich. Ja, ich weiß, im richtigen Leben hat man auch keine Munitionsanzeige. Im Prinzip ist es eigentlich wesentlich genauer als jedes Call of Duty, jedes Battlefield, aber ich hab doch die Munitionsanzeigen trotzdem so gern. So. Ach, jedes Mal diese Scheißhöhle. Ich komme auch prima damit zurecht, außen hoch zu klettern. Es muss nicht immer innen sein. Ach so, steck das Ding weg. Hallo? Jemand zu Hause? Ich würde gern mit Ihnen über Gott reden. Muss ich da hier durch? Oh. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Verarsch mich doch nicht. Das ist doch nicht der Turm, den wir gerade eben gesehen haben. Verarsch mich doch nicht. Der war doch viel weiter höher. Ist doch nicht der, der auf dem Berg gestanden hat? Oh, sie rennt von alleine. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses
verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Ja, kurz zusammengefasst. Whitman ist eine Lusche. Ja, alle anderen sympathisch, außer Whitman. Was haben wir da? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Gibt es allerdings nichts weiter Interessantes zu sehen. Keine Gravierung, die du nochmal in irgendeiner Form kommentieren möchtest. Na gut, dann war's das. Wenn du nicht willst, wollen wir auch... Was ist denn das? Geh weg! Haut ab! So, Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Mal gucken. Wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen. Vielleicht können wir da zusätzlich irgendwas freischalten. Hier ist nach wie vor das hier hinten gesperrt. Schade eigentlich. Dann gucken wir mal... Oh, hier haben wir irgendwas. Kämpfer-Upgrades. Oh, sehr gut. Was haben wir hier? Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Betäuben Sie Ihre Gegner mit 2 schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Nee, schmutzige Tricks brauchen wir nicht. Aber ein bisschen mehr durchhalten wäre schon super. Gut, das wäre jetzt unser einziger Fähigkeitspunkt gewesen, den wir uns vergeben haben. Dann machen wir uns jetzt an die Upgrades. Wir wollen natürlich den Bogen upgraden, das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Investieren die 200 Bergungsgut nochmal. Haben jetzt eine gewickelte Sehne und sehr schön. Ja, und damit auch die Bogen-Upgrades durch maximaler Schaden und höhere Schussfrequenz. So, dann gucken wir mal hier. Sind hier noch Upgrades möglich? Nee, Quatsch, das ist stand ja schon da. 100%, okay. Dann können wir uns, wir haben 350 können wir investieren in ein erweitertes Magazin. Das haben wir gerade eben schon gesehen, dass das eventuell dann doch Sinn machen könnte. Ja, 150, da können wir, kann man wieder nichts reisen. Können wir uns den Rest für später aufheben. Also wir brauchen mindestens 300, beziehungsweise Rücklaufbremse 250. Aber die war, glaube ich, noch gesperrt. Ja, die war noch gesperrt. Na gut, alles klar. Wollen wir erfolgreich shoppen. Sehr gut. Dann geht's jetzt weiter. So, von dort hinten sind wir gekommen. Die Kiste haben wir geplündert. Na, geht's weiter. Okay. Wird das da oben nochmal gesteuert von einer Person? Doch, da hinten. Komm schon.
offensichtlich benutzt du den Strahler falsch. You do it wrong. Du müsstest doch jetzt zumindest sehen, dass da drei Leichen liegen. Mit Pfeilen in den Köpfen. Könnt jetzt allerdings auch laut schießen. Der hat sich abgeduckt, ne? Den habe ich nicht getroffen. Oder doch? Der Scheinwerfer bewegt sich nicht mehr. Ich bekomme auch kein rotes Zeichen. Okay. Vorsichtig. Da. Sehr gut. Schön leise. Wo könnten noch welche stehen? Vielleicht ganz rechts. Da sehe ich nichts. Da wackelt ein bisschen das Laub, aber ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt noch einer steht. Nützt uns das was? Ne, natürlich nicht. So. Sie tut auch nicht mehr schleichen, aber die Musik kommt trotzdem noch. Darum irritiert mich das hier ein bisschen. Ich habe Angst, dass hier irgendwo noch einer stehen könnte. Spätestens da hinten in dem Gebäude. Den würde ich aber gerne jetzt schon erschießen. Denn ich bin eher so der Touristentyp. Also mir reicht das Klettern auch. So ein bisschen die Gegend genießen. Ganz entspannt. Ohne Stress. Ohne Stress. Ganz ruhig. Ich mache nur einen Spaziergang hier. Ich bin für euch praktisch gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Okay. Seht mich nicht, ich sehe euch nicht. Okay. Schön leise. Ich will nicht, dass mir jetzt jemand in... Oh, wie viel sind das? Wie viel sind das? Wie viel sind das? Ist da was? Wieso dampft das denn? Haben die eben erst benutzt? Oh, es ist unheimlich. Falls es jetzt auch ein bisschen ruhiger wird. Das ist der Atmosphäre geschuldet. Und ich mache mir ein bisschen in die Hose, hier erwischt zu werden. So, hier ist nichts weiter hinten. Also vielleicht die Box dort. Vielleicht können wir aber dort hinten. Nee. Da sind wir auch anscheinend zu weit weg, um da jemanden sehen zu können. Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, warum du das mitschleppen musst. So. Wir schauen ganz vorsichtig um die Ecke. Mal gucken, steht er mit dem Rücken zu uns? Ja, doch.
Ich habe das Gefühl, dass wir eventuell an diese Kanone nochmal ran müssen. Aber ich will das nicht beschreien. Das ist eine sehr interessante Festung hier oben. Okay. War das eine Alarmfackel? War das eine Alarmfackel? Wird das Gebiet jetzt geräumt? Ich weiß es nicht. Die Musik ist weg. Mit einem sehr offensichtlichen weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ist das ein Tusch? Nee, das ist kein Tusch mehr. Himmel, wie kommt die denn darüber? Die springt doch auch nicht alle da. Oh, Respekt. Respekt. Kannst du eigentlich schon fast bei Olympia mitmachen. So wie du hier das dich darüber stemmst, abspringst. So. Gucken mal. Natürlich ist hier hinten noch was versteckt. Einmal eine Lebensmittelkiste und was haben wir hier? Ein Geocache. Who cares about the Geocache? Also ich nicht. Nach wie vor nicht. Zumal ich nicht weiß, welchen tieferen Sinn die haben. So. Soll das hier schon der Turm sein? Das war doch viel weiter oben. Hör auf, das... Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Das war doch hier irgendwo auf den höchsten... Auf der höchsten Bergspitze. Das war doch nicht so weit unten. Habe ich da gerade einen Denkfehler? Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube nicht, dass der... Das ist doch ein anderer Turm. Das ist doch nicht den, den wir vorhin gesehen haben, der so extremst weit oben war. Na gut. Es ist eiskalt. War das geplant, dass wir jetzt hier reinspringen? Nein! Oh, die hören uns doch. Psst, 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 psst. Psst, psst. Leise. Leise, 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 leise. Das Giftgas, das können wir ausdrehen. Komm schon. Sehr gut. No one leaves. Keiner entkommt. Na da. Die Frage ist, für wen gilt das? Geahnt. Okay, alles klar. Noch einer? Noch einer? Ist da noch einer? Du Ratte, geh vor. Guck nochmal, ob da einer ist. Erzähl's mir bitte. Wenn da einer kommt, sag mir Bescheid. Okay, aber sie steckt den Bogen schon mal weg. Das ist im Regelfall ein gutes Zeichen. Dass zumindest sie glaubt, dass keiner in der Nähe ist. Ich sehe ab und zu mal ein paar Schatten. Bin da... Wieder nicht so ganz schreckfest. Muss man sozusagen. So, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal eine Nahrungsmittelbox. Können wir vielleicht mit dem Feuer hier irgendwas anfangen? Oder war das jetzt nur Deko? Sehen wir es hier? Ah, ein Spind, den wir knacken können. Aber vergiss nachher die Fackel nicht. Das ist ja immer nur die eine, die da immer wieder anzündet. Gut. Sie denkt dran. Was ist denn hier? Nichts. Nichts. Hier hinten in der Ecke ist ein Spind, den musst du extra aufmachen und du findest nichts. Schön verarscht. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Okay. Heißt bestimmt sowas wie
Im Zweiten Weltkrieg hatten wir Spaß, wir Japaner. Jede Menge Spaß. Bis die Amis die Bombe fielen ließen. So. Schön leise. Nach wie vor traue ich hier nichts und niemanden über den Weg. Was ist denn das hier? Feuer erforderlich. Sie brauchen Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Na klar. Lara, die kleine Pyromanin. Feuer haben wir gesehen, wir wissen, wo es ist. Dann holen wir das auch. Sie schleicht aber auch schon wieder. Das heißt, dass anscheinend jemand wieder in der Nähe ist. Aber hier unten habe ich keinen gesehen. Also muss dann wahrscheinlich irgendwo da oben sein. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen erstmal gucken, was hinter diesem Gemälde ist. Ungläubige. Neue Herausforderung abschließen für EP. Was? Was? Transparente zerstört. Ach, ich muss Transparente verbrennen. Warum kann ich die denn nicht runterreißen? Ich kann doch, um die zu zerstören, kann ich doch genauso gut. Nee. Wir nehmen wieder Pfeil und Bogen. Okay. Du hast dir doch jetzt nur eine gebatscht. Ist der da von K.O. gegangen? Okay. Wahrscheinlich hat Lara schon Hände wie so ein Hufschmied. Woher wusste der, wo wir sind? Wir haben uns doch von nach wie vor noch hinter dem Spind versteckt gehabt. Ah, du guckst aber auch nicht vorher, ob das sicher ist, hä? No one leaves. Nach wie vor. Keiner entkommt. Die Frage ist, wem entkommen? Warum entkommen? Okay. Ich brauche anscheinend ein Feuer. Kann ich mir das darüber holen? Nee, offensichtlich nicht. Gehe gleich mal nachladen. Fühle ich mich schon wieder super unsicher. Könnte ich denn das da verbrennen? Muss ich mir schon wieder hinten eine Fackel holen, ne? Ich sag's, wie es ist. Ich mach's nicht. Oh, oh. Ich habe immer Angst, dass da unten gleich auch jemand steht. Okay. Trat das jetzt noch irgendwo aus? Oh, scheiße. Okay, okay. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Okay, bin ich hier drüben sicherer? Scheinbar. Aber die Frage ist, was bringt's mir? Ich verstehe es nicht so richtig. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Was bringt es mir? Was bringt es mir? Muss ich vielleicht jetzt noch weiter raus? Nee, weiter raus komme ich nicht. Hä? Was? Wieso? Ja, ja, super. Das hilft mir jetzt hier gar nicht. Hier, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich komme da offensichtlich nicht raus. Ist das so kompliziert? Und da auch komme ich nicht mehr. Was ist das? Hä? Okay.
Okay, alles klar. Und hätte ich die jetzt vorher nicht alle zerstört, die ich sonst noch brauche, hätte ich jetzt auch noch ein Feuer gehabt für die, für den Banner. Das ist noch einer. Du wolltest mich sterben sehen? Bitte, töte mich einfach. Nö. Den Gefallen tue ich dir nicht. Du sadistisches kleines Arschloch, du. Sie kommt! So, wer kommt? Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Mhm. Es ist Zeit für den Rachendrachen. So, hier noch ein Geocache. Wer legt denn hier bitte schon Geocache hin? Verrückte Hühner. Was ist das? Brotherhood of the Sun, Bruderschaft der Sonne. Was? Wo kam's her? Ist da wer? Achso, es war nur ein Licht, okay. Alter! Alter Falter! Okay, ne, da ging ja schon mal ordentlich Munition drauf. Also ab hier fühlt es sich jetzt so ein bisschen an, als wenn hier ein komplett anderes Lied gespielt wird. Ach, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Hier hinten haben... Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ist wahrscheinlich vom Leben selbst. Religiöser Aberglaube hat noch nie zu was Gutem geführt. Und was die Religiösen mit den Nicht-Religiösen immerhin noch gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass beide am Ende tot sind. So... Jetzt haben wir hier noch eine Munitionskiste. Ist die Frage, gehen wir erstmal oben gucken? Oder gehen wir erstmal hier unten gucken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal hier unten gucken. Ganz ruhig. Okay. Hier hoch kommen wir nicht. Da geht es offensichtlich gleich weiter. Ah, ich bin schon gespannt. Aber soll ich euch mal was sagen? Wir werden nicht sehen in dieser Folge, wie es gleich weitergeht. Da werden wir noch bis morgen warten müssen. Oder je nachdem, wann ihr das guckt, halt dann einfach ein Video weiterklicken. Gucken noch hier nochmal schnell. Ah, ein Lagerfeuer! Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Sehr gut. Diesmal kommentiert sie nichts. Okay, alles klar. So, die Punkte verteilen wir einfach später beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und reingehauen.